Hallo, heute möchte ich dir zeigen, wie man mit einer einzigen Rundstricknadel eine ganz normale Socke stricken kann mit Bumerangferse und Spitze, also ganz klassisch. Ganz einfach gemacht und ganz schnell vor allem. Und ich arbeite jetzt mit dieser Wolle, die ist etwas dicker oder sieht dicker aus, ist aber etwas weicher als normale Sockenwolle. Bitte schau in der Sockentabelle nach, einfach bei Google eingeben, Sockentabelle, da kannst du dann für deine Größe rausfinden, wie viel Maschen du anschlagen musst, mit welcher Nadelstärke und Wolle du auch arbeitest, das kannst du da alles rauslesen. Den Faden habe ich noch nicht vernäht. Und ja, ich zeige dir das jetzt Schritt für Schritt, wie ich das mache. Ich habe jetzt eine etwas größere Socke, die ist Größe 40-41. In meinem Fall schlage ich jetzt insgesamt 64 Maschen an. Aber wie gesagt, bitte orientiere dich an einer Sockentabelle aus dem Internet. Welche ist egal, die sind alle eigentlich gleich, glaube ich. Und dann geht es auch schon los. So, ich nehme jetzt meine Rundstricknadel und schlage, wie gesagt, alle Maschen komplett an. Also in meinem Fall jetzt 64 Stück. So, 64 Maschen. Davon zähle ich mir jetzt die Hälfte ab. Also in meinem Fall 32. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. So, das ist meine Mitte. Und da ich jetzt hier schon an der Kante bin, also so mache ich das zumindest immer, schiebe ich mir hier das direkt so rüber. Einfach runterziehen die Maschen, die Hälfte der Maschen. Jetzt ziehe ich an dem Kabel, so lange bis ich jetzt diese Maschen auf der anderen Nadel habe. Das ist der Magic Loop. Und jetzt habe ich gleich viele Maschen auf jeder Nadel und arbeite jetzt nicht mit vier Nadeln, sondern mit zwei Nadeln nur. Ist im Prinzip aber ganz genauso. So, also jeweils die Hälfte der Maschen auf einer Nadel. Ich schaue nochmal, dass sich hier nichts verdreht hat, dass hier die Maschen alle gerade liegen. Und dann ziehe ich einfach an der hinteren Nadel, an der der Faden hängt, die ziehe ich jetzt raus und lege mir die Maschen hier auf das Kabel. Auch nochmal darauf achten, dass ich dabei nichts verdreht. Und jetzt kann ich die Maschen ganz normal abstricken. Von der vorderen Nadel. Ich beginne mit dem Bündchenmuster, mit dem ganz einfachen, zwei rechts, und zwei links. Wieder zwei rechts. Zwei links. Das mache ich jetzt bis zum Ende der Nadel und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. Meine letzten beiden Maschen hier sind rechte Maschen. So. Und dann drehe ich das Ganze wieder um. Ziehe mir jetzt wieder die Maschen, die auf dem Kabel liegen, auf die Nadel, die vorne liegt,
Und immer darauf achten, dass da nichts verdreht ist, wie gesagt. Schon. Das kann ich gleich fallen lassen, das ist kein Problem. So, schieb mir das wieder nach vorne. Der Faden liegt wieder auf der hinteren Nadel. Und die ziehe ich jetzt auch wieder raus. Wieder die Maschen aufs Kabel legen. Und wie gesagt, meine beiden letzten Maschen eben waren rechte Maschen, also geht es jetzt weiter bei mir mit linken Maschen. An der Stelle würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, mal reinschaust. Ich habe noch ganz viele andere Videos zum Thema Sockenstricken, Puschen, Hausschuhe. Gerade mit ganz viele mit zwei Nadeln. Da es hier einige gibt, denen das Stricken mit dem Nadelspiel schwerfällt. Schau doch einfach mal rein. Ich habe das gleiche Video hier nochmal, das was ich jetzt mache, zum Beispiel ohne Ferse, noch drin. Das ist dann natürlich noch einfacher. Und ein Video, wie du zwei Socken gleichzeitig stricken kannst mit dieser Methode. So, ich gehe auch wieder bis zum Ende der Reihe. So, wenn sich das bei dir hier auch so verdreht hat, dann ist es kein Problem. Du strickst die rechte Masche einfach ab und lässt das so fallen hier. Also nicht die ganze Masche fallen lassen, sondern nur diesen Querfaden, der da liegt. Und dann drehe ich das Ganze wieder um und mache so weiter. Also schiebe mir jetzt wieder die Maschen auf die vordere Nadel. Das ist eben der Nachteil an der Socke jetzt, die Hin- und Herschieberei. Aber das ist wirklich nur am Anfang. Irgendwann merkst du das gar nicht mehr mit dem Hin- und Hergeschiebe. Jetzt ist meine Kamera unscharf. So. Faden ist hinten bei der letzten Masche. Also ziehe ich an dem Kabel, an der Nadel wieder raus, aufs Kabel legen und kann jetzt hier einfach weiter stricken. So, hier am Anfang ein bisschen fester anziehen, damit hier schöne Übergänge entstehen. Also ich finde persönlich, wenn man hier am Anfang und am Ende gut anzieht, dann hat man sogar ein schöneres Maschenbild als bei Socken mit vier Nadeln gestrickt oder fünf Nadeln. Und man hat auch hier in der Mitte dann diese Übergänge nicht. So. Ich mache jetzt genauso weiter, bis ich mein Bündchen fertig habe. Dann geht es weiter mit dem Schaft und dann kommt auch schon die Ferse. So, ich habe jetzt etwa 25 Reihen Bündchen gestrickt. Du kannst natürlich so hoch stricken, wie du möchtest. Und jetzt mache ich weiter mit dem Schaft. Dafür stricke ich weitere 12 Reihen bzw. 12 Runden. Ich stricke meinen glatt rechts. Mache also Stinos, stinknormale Socken, alle komplett rechts. Du kannst auch die Schafthöhe frei wählen natürlich oder auch ein Muster hier einarbeiten. Also, ich stricke einfach alle Maschen rechts ab. Der Schaft ist fertig und jetzt beginne ich mit meiner Ferse. Das ist eine ganz normale Bumerang-Ferse. Und dafür habe ich mir jetzt die Maschen schon aufgeteilt. Wenn du auf einer Nadel 30 Maschen hast, ist es ganz einfach. Dann machst du 10, 10, 10, also in drei gleiche Teile. Ich habe ja 32 Maschen auf der Nadel, sprich zwei Maschen mehr und die nehme ich dann in die Mitte.
Also egal wie viele Maschen du jetzt auf der Nadel hast, auch für Babysöckchen oder für Herrensocken, die Ferse in drei gleiche Teile aufteilen. Falls Maschen übrig bleiben, kommen die dann in die Mitte. So, und dann geht es auch schon los. So, ich stricke jetzt erstmal alle Maschen rechts ab, bis auf die allerletzte. Da sage ich jetzt gleich was dazu. Den Markierer hier, den brauche ich erst etwas später, die nehme ich jetzt einfach so mit. Und bei der Bumerangferse strickt man mit verkürzten Reihen. Das heißt, in jeder Reihe werden es weniger Maschen, die du stricken musst. So, hier stricke ich natürlich auch die letzte Masche normal ab, lasse den Faden so vorne liegen, drehe das Ganze um und jetzt wird nur noch über die hintere Nadel gestrickt, also über die eine jetzt hier. So, ich habe den Faden, wie gesagt, vorne gelassen bei der letzten Masche. Mal ein bisschen größer. Jetzt steche ich von vorne ein und wickel mir die Masche um die Nadel rum. Du siehst, dann kommen hier zwei Maschen bei raus. Und setz die Masche einfach auf die andere Nadel rüber. Ich stricke die nicht. Ich, wie gesagt, nochmal. Ich habe den Faden vorne liegen. Steche jetzt von vorne in die Masche ein. Das ist mir schon verdreht hier. So, steche von vorne in die Masche ein und wickel den Faden, ziehe den Faden einfach nach hinten fest und nehme die Masche rüber auf die andere Nadel. Die ist jetzt so eine Doppelmasche, also eine Wickelmasche. Die restlichen Maschen stricke ich alle links ab. Wieder bis zum Ende. So, die letzte Masche stricke ich auch links ab und lasse den Faden wieder hier vorne. So. Der Faden liegt wieder vorne. Ich steche wieder ein in die erste Masche. Ziehe mir die wieder so nach hinten rum. Na? Also von vorne einstechen, nach hinten wegziehen und einfach auf die andere Nadel rübersetzen. Das gibt auch wieder eine Doppelmasche. Ich stricke wieder zurück mit rechten Maschen. Bis die Wickelmasche am Ende noch übrig ist. Also, so, und die Masche vor der Bumerangmasche, also vor der Wendemasche. Bumerangmasche, Entschuldigung. Der Faden liegt wieder hier hinten. Ich drehe jetzt einfach um. Die Doppelmasche bleibt hier auf der anderen Nadel. Steche wieder ein, wickel mir die Masche wieder um die Nadel rum und stricke dann mit linken Maschen weiter. So, und hier dann natürlich ganz genauso bis vor die Wickelmasche stricken, umdrehen, wieder von vorne einstechen, drüber wickeln. Und wieder zurück. Das mache ich jetzt so lange hin und her. Also es wird pro Reihe eine Masche weniger, die ich stricke. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich alle Maschen bis zu meinem Markierer fertig habe. Ja, also die Maschen hier in der Mitte werden nicht gewickelt. Die letzte vor dem Markierer
Und hier nach dem Markierer bis dahin mache ich jetzt genauso weiter. Also immer hin und her. In der nächsten Reihe wird dann die Masche hier davor gewickelt, also die dritte Masche dann praktisch. Das ist jetzt meine letzte Wickelmasche. So. Und jetzt stricke ich zurück. Erstmal meine mittleren Maschen, die ja wie gesagt so bleiben. Also jetzt hier 10 Wickelmaschen, hier 12 normale und hier nochmal 10 Wickelmaschen. Wie gesagt, bei mir sind es 12 in der Mitte, bei dir vielleicht nur 10. So, und jetzt stricke ich die Maschen einfach rechts ab. Aufpassen, dass du hier wirklich unter beide Maschenglieder gehst. Also hier rein und wirklich die komplette Masche abstricken. Ich sag's mal, also hier wirklich hier rein, dass die ganze Masche, die ganze Doppelmasche abgestrickt wird. Das war jetzt der erste Teil der Ferse. Jetzt gibt es kurz einen Zwischenteil, nämlich die auch noch abstricken. Stricke ich jetzt zweimal komplett rum. Die will jetzt nicht, die will die nicht. So. Meine Markierer lasse ich drin und stricke jetzt auf der Vorderseite die Maschen ab. Also beim Nadelspiel wären das jetzt zwei komplette Runden. Also einmal jetzt hier auf der Vorderseite auch alle Maschen abstricken und dann die hinteren. Jetzt hier wirklich gut anziehen an diesen Übergängen, damit hier diese blöden Löcher nicht entstehen. Und da habe ich auch schon meine erste Doppelmasche von der Fersenseite. Hier wie gesagt gut anziehen. Und die stricke ich jetzt auch alle komplett ab. Also die hinteren Doppelmaschen werden jetzt auch abgestrickt. Dann stricke ich die komplette Reihe nochmal. Und dann die Vorderseite nochmal komplett rum. Und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Runden drumherum gestrickt. Und du siehst hier schon, wie die Ferse hier entsteht. Durch die verkürzten Reihen hier. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Nehmen wir die Maschen wieder hier rüber. Bisschen eng, weil ich jetzt hier gerade wirklich fest angezogen habe. So, und jetzt stricke ich nur meine ersten 10 Maschen. Und die mittleren 12 Maschen ab. Also die ersten 10 markiere rüber und die jetzt auch noch. Wenn
Wenn du möchtest, kann der Markierer jetzt raus, wenn dich das stört. Denn ab jetzt wirst du gleich sehen, wo deine Maschen sind. Da brauchst du nicht mehr abzählen. So, ich stricke jetzt die nach dem Markierer die erste Masche auch rechts ab. Dann drehe ich um und mache jetzt hier schon meine Wickelmasche. Also nicht am Ende der Reihe, sondern hier in der Mitte. Dann stricke ich wieder mit linken Maschen weiter. So, also im ersten Teil der Ferse wurden es immer weniger Maschen. Das ist jetzt nicht so. Es werden jetzt immer mehr, die abgestrickt werden. So, der Markierer kann auch raus. Und ich stricke die nächste Masche nach dem Markierer auch links ab. Wende, mache da jetzt eine Wickelmasche draus. Die mittleren bleiben wie sie sind. Und ich stricke jetzt hier bis zu meiner Wickelmasche. Stricke die rechts ab. Stricke jetzt die nächste auch und mache jetzt hieraus eine Wickelmasche. Also ich arbeite mich jetzt wieder von der Mitte nach außen hin. Und die Wickelmaschen bleiben jetzt nicht liegen, sondern die werden in jeder Reihe abgestrickt. In der Hinreihe natürlich mit rechten Maschen, in der Rückreihe mit linken Maschen. So, hier, da ist sie. Die stricke ich jetzt links ab. Die nächste Masche auch. Und dann wende ich und mache aus dieser jetzt eine Wickelmasche. Das geht jetzt auch wieder hin und her, bis alle Maschen aufgebraucht sind. Also sprich, bis ich hier an den letzten Maschen angekommen bin und die auch Wickelmaschen sind. Da ist wieder die Wickelmasche. Die stricke ich ab, die nächste und wieder wenden. So, hier ist meine letzte Wickelmasche an der Seite und hier ist die andere. Die stricke ich jetzt einfach ab, wenn ich jetzt in Runden weiter stricke, also auch mit der anderen Nadel hier weiter stricke. Ja, das ist die Ferse. Die ist jetzt fertig. So. Und du strickst jetzt weiter laut deiner Sockentabelle von der Fersenmitte ab. Also wenn ich mir das jetzt hier so drauflege, ab hier gemessen, je nachdem was in deiner Sockentabelle steht, bis Anfang der Spitze. Also das steht auch so drin. Von der Fersenmitte bis Spitzenbeginn, wie viel Zentimeter du da jetzt in deinem Fall stricken musst. Je nachdem, wie gesagt, ob du jetzt mit vierfädiger Wolle arbeitest oder mit sechs- oder achtfädiger Wolle oder welche Nadelstärke du auch immer benutzt. Das steht dann, wie gesagt, da drin. Und es geht jetzt einfach weiter in Runden. Also immer abwechselnd wieder die Nadeln hin und her schieben. Und wie gesagt, hier diese letzte Wickelmasche habe ich auch einfach rechts abgestrickt. Das mache ich jetzt auch gleich in der allerletzten hier auf der zweiten Nadel. So, also wie gesagt, Ferse ist fertig, sieht man jetzt nicht ganz so, weil da die Nadeln dazwischen sind. So sieht das Ganze jetzt aus.
Ich habe jetzt die gewünschte Länge meiner Socke gestrickt, gemessen ab Fersenmitte, also da ist deine Ferse, da ist die Fersenmitte. Kannst es ganz einfach jetzt aufeinander legen, so aufeinander klappen und dann abmessen. Und dann beginne ich jetzt mit der Bandspitze, die eignet sich hier meiner Meinung nach am besten. Dafür stricke ich jetzt die erste Masche rechts ab. Zweite Masche hebe ich nur ab, stricke die nächste Masche wieder rechts und hebe jetzt die abgehobene Masche über diese Masche drüber. Jetzt stricke ich bis zum Ende der Reihe, bis noch drei Maschen übrig sind. So, am Ende der Reihe stricke ich die letzten beiden Maschen vor der Randmasche rechts zusammen. Also ich gehe hier rein von der Seite und stricke die beiden Maschen rechts zusammen ab. Und die letzte wieder. Dann wende ich das Ganze. Und mache hier genau das Gleiche, nämlich also am Anfang die erste Masche stricken. Und dann wieder eine Masche abheben. Eine Masche stricken und die abgehobene Masche über die gestrickte Masche ziehen. Und am Ende der Reihe wieder bis zum letzten drei Maschen gestrickt. Mache ich jetzt kurz. Die beiden Maschen wieder rechts zusammen. Also vor der letzten Masche die beiden Maschen rechts zusammen abstricken. Also ja, meine Nadeln sind etwas stumpf hier. So. Und die letzte Masche wieder stricken. So, die nächste komplette Runde stricke ich einmal drüber ohne weitere Abnahmen. Also jetzt eine Zwischenrunde und dann folgt wieder eine Runde mit Abnahmen. Das mache ich insgesamt 7 Mal. Also nach einer Abnahmerunde eine Zwischenrunde und das 7 Mal. Wenn du jetzt wesentlich weniger Maschen hast, dann würde ich hier nur 5 Runden mit zwischen, also für Kindersocken vielleicht nur 5 Runden machen, beziehungsweise für Größe 35, 36, 37, 38 würde ich hier 6 Zwischenrunden machen. Also 6 Abnahmerunde mit Zwischenrunde. So, und in der Abnahme Runde dann, wie gesagt, die erste Masche wieder stricken, die zweite nur abheben, die nächste stricken und drüber heben und am Ende die letzten beiden Maschen vor der letzten Masche zusammenstricken. Hier nochmal der Verweis auf die Sockentabelle aus dem Internet. Einfach Sockentabelle Bandspitze eingeben, da ist dann nochmal für jede Größe angegeben, wie viele Runden du mit Zwischenrunde strickst und wie viel ohne. Nur um ganz sicher zu gehen, damit du auch
die richtige Anzahl für deine Sockengröße findest. Ich habe jetzt insgesamt 7 Mal mit Zwischenrunden abgenommen und jetzt nehme ich in jeder Runde ab. Also immer am Anfang der Reihe und am Ende. Ich mache das insgesamt jetzt 6 Mal, so dass ich auf 6 Restmaschen pro Nadel komme. Du kannst natürlich auch 8 Maschen übrig lassen oder nur 4. Je nachdem, wie spitz du die Spitze haben möchtest. So, auf jeder Nadel habe ich jetzt noch 6 Maschen übrig. Den Faden habe ich schon abgeschnitten und aufgefädelt. Und jetzt nehme ich die restlichen Maschen hier auf meine Nähnadel oder Wollnadel. Einmal von der Seite. Ich ziehe mir das jetzt rüber, weil es einfacher ist. Fest anziehen. Gehe hier oben rein, wende mir das Ganze und vernähe jetzt den Faden auf der Innenseite gut. Dafür gehe ich zwischen die Fäden durch, damit sich das Ganze so ein bisschen verhakt. Und später nicht mehr aufgeht.